Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Drakos Gamezone. Heute wieder mal mit einem Crowfall News Update. Heute blicken wir wieder zurück auf eine ganze Woche voll mit Crowfall News Artikeln und ich werde euch jetzt Stück für Stück durch sie durchtragen. Also beginnen wir erstmal mit einer Aneinanderreihung von all den 5 Artikeln, die wir unter der Woche bekommen haben. Und danach werde ich noch einmal den 6. Artikel ansprechen, den wir am 3. Tag bekommen haben. Und danach, zu guter Letzt, gibt es noch einmal eine kleine Diskussions- oder Theorierunde, wie auch immer ihr es nennen wollt, wo ich meine Idee auf die große Veröffentlichung geben will. Beziehungsweise was ich glaube, was jetzt da so groß rauskommen wird. Angenommen, eines der Themen interessiert euch, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro zum eigentlichen Video. Und damit beginnen wir mit dem ersten Artikel der Crowfall Teaserwoche. Und zwar, alles begann mit einem Concept Art eines Frostwebers, der alleine in seinem eisernen Garten steht. Obendrauf dazu gab es außerdem noch eine kleine Geschichte von einem Frostweber und seinem Lehrling, die sich unterhalten. Prinzipiell, der Frostweber erklärt hier noch einmal die Erschaffungsgeschichte der Welt zu seinem Lehrling, wie Arkon, der Gott der Ordnung, am Anfang von seinem Vater das chaotische Feuer als Symbol bekommen hat, was so gar nicht zu ihm passte, und sein Bruder Kane, der Gott des Chaos und der Schmiede, dann plötzlich das kalte und geordnete Eis bzw. den Frost bekommen hat. Als der Lehrling dann selbst das nicht verstanden hat, meinte Frostweber nur noch, er soll sich einen anderen Lehrmeister suchen, für er könne ihm nichts mehr beibringen. Aber angenommen, ihr wollt euch den Artikel noch einmal selber durchlesen, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dann am Dienstag, dem 2. Tag, bekamen wir ein paar Concept Arts zu 2 neuen Waffenstilen, eine anscheinend für barbarische Waffen und der zweite für elfische. Zusätzlich dazu noch ein Concept Art des Forge Masters und zu guter Letzt haben wir noch ein paar neue Screenshots hier von kommenden Kampagnen-Teststadien. Hier werden uns diverse Szenen dargestellt, 2 von welchen haben einen Fort im Hintergrund mit Dekorationsteilen angehängt. Und eines davon spielt in der Natur, was aber auf allen gleich ist, ist der neue Schatteneffekt, den sie wahrscheinlich sehr bald in das Spiel hinzufügen werden. Angenommen, ihr wollt euch die Bilder noch einmal selber anschauen, der Link zur Webseite ist unten in der Videobeschreibung. Am 3. Tag, den Mittwoch, haben wir wieder 2 neue Concept Arts bekommen. Auf dem ersten Concept Art sieht man einen Frostweber durch den Wald gehen als Assassine mit zumindest 2 Dolchen. Und auf dem zweiten Concept Art ist ein kleiner Duellant abgebildet, der in kompletter schwerer Rüstung und außerdem noch einem Schild und Schwert auf einem Hügel steht. Obendrauf dazu haben wir noch einen Screenshot von einem In-Game-Equipment-Fenster bekommen, und zwar von den Disziplinen, wo alle 6 Slots komplett ausgerüstet sind. Außerdem darüber ist noch ein neues Symbol, von dem wir derzeit noch nicht genau wissen, was es bedeuten soll. Auch hier wieder, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Am Donnerstag, dem 4. Tag der Crowfall-Release-Woche, haben wir wieder ein neues Concept-Art bekommen. Hier anscheinend von einem Frostweber oder gar einer Elfe, die inmitten eines Flammensturmes steht. Wahrscheinlich probiert er sich gerade eben an der Feuermagie aus und wahrscheinlich ist es außerdem ein Frostweber, bevor sie dem Hunger verfallen sind. Des Weiteren haben wir hier noch einmal eine Illustration, genau genommen 11 Illustrationen von 9 Symbolen. Unter ihnen ist auch das Symbol vom Artikel vom Mittwoch. Und zu guter Letzt, am 5. Tag der Crowfall-Woche haben wir jetzt einen Artikel mit wieder 2 neuen Concept Arts, und zwar erstens einem weiblichen Barbaren, der gerade eben eine Krähe beschwört, und obendrauf dazu noch einmal einen männlichen Ranger, der anscheinend entweder ein Halbelf oder ein Ganzelf ist, der sich gerade darauf vorbereitet, in den Selbstmord zu springen. Und dazu noch obendrauf haben wir hier wieder eine kleine Geschichte, um genau zu sein, handelt es sich hierbei um eine Unterhaltung zwischen einem Menschen und einem anscheinbaren Elfen. Hier erzählt der Elf von einer Schlingpflanze, die sie Iriolis nennen, die sich überall weiter verbreitet, die du auf jedem Ast, jedem Wald, unter jedem Stein finden wirst und prinzipiell damit beginnt, die Welt von ihrer Lebensessenz zu berauben und diese an den Hunger oder dem vermeintlichen Hunger weitergibt. Nachdem der Elf seine Geschichte erzählt hat, fragt sich der Mensch verwundert, ob nicht eigentlich Iriolis das Wort für Mensch in der Elfensprache ist. Und daraufhin zückt der Elf nur noch seine Waffe und das Gespräch hört auf und damit auch die Geschichte. Auch hier wieder, wenn ihr euch den Artikel selber durchlesen wollt, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und bevor ihr jetzt schon darauf vorbereitet, wieder weiterzugehen, keine Angst, es gibt noch einen kleinen Artikel zwischen dem 3. und dem 4. Tag, und zwar das Gründe-Update.
Hierbei handelt es sich darum, dass erstens einmal jeder Tester, der derzeit testen kann, gratis eine Testkopie des mittleren Bergfriedes bekommt. Das heißt jetzt erstmal Testkopie, das heißt, es ist nur so lange da, solange ihr testen könnt, und es wird in der Zukunft gelöscht werden. Bis dahin ist es aber ein vollwertiger Gegenstand und kann so benutzt werden wie ein normaler Gegenstand. Und außerdem arbeiten sie derzeit an mehreren Features bezüglich des EKs, unter anderem, dass du PvP an- und ausschalten kannst oder auch, dass du das EK für öffentlich oder privat erklären kannst. Diese zwei Systeme werden so wie alle anderen Systeme von Crowfall nach dem typischen Schema abgearbeitet werden. Das heißt, zuerst wird Pre-Alpha 1 Zugang haben, dann Pre-Alpha 1 und 2, dann Alpha 1, Alpha 2 und so weiter, bis wir bei Beta 3 angekommen sind. Hier sollte angemerkt werden, dass die Abstände zwischen diesen Zuschaltungen variieren kann von einer Woche bis zu zwei Wochen, bis zu ganzen Monaten und vielleicht einem halben Jahr. Kommt darauf an, in welcher Gruppe ihr seid, desto früher werdet ihr auch dieses System testen können. Aber angenommen, ihr wollt mir das nicht glauben, könnt ihr euch gerne den ganzen Artikel noch einmal selber durchlesen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. So, aber jetzt, wo wir die allgemeinen Fakten hinter uns haben, können wir wieder ein bisschen in die Welt der Theoretiker eintauchen. Und zwar handelt es sich hierbei in meinen Augen nicht nur um ein System, das veröffentlicht werden soll, sondern um zwei. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht genau den Spielregeln entspricht, könnte es trotzdem noch immer möglich sein, dass eines von den beiden Systemen veröffentlicht wird und das zweite nur so eine leichte Andeutung sein sollte. Das erste System ist auf jeden Fall einmal das Disziplinsystem. Diese Ansicht habe ich vor allem wegen der Geschichte des ersten Tages, das Equipment-Bild vom dritten und noch ein kleines bisschen wieder gestärkt durch die Symbolbildliste des vierten Tages. Die Geschichte des ersten Tages daher eigentlich, weil ich denke, sie damit darstellen wollten, wie eigentlich Archetypes komplett unterschiedliche, komplett neue Fähigkeiten bekommen, die nichts mit ihrem ursprünglichen System zu tun hatten. Und das sollte eben dargestellt werden durch Archon und Kane. Eben Archon hat das chaotische Feuer als Gott der Ordnung, was schon alleine nicht zusammenpasst. Und Kane, der Gott des Chaos und natürlich der Schmiedegott, wobei Schmieden immer etwas mit Hitze zu tun hat, hat plötzlich Eis und Frost als Symbol, was irgendwie auch nicht zu ihm passt. Und das sollte eben darstellen, wie die Disziplinen das ganze Charakter-Setup komplett auf den Kopf drehen können. Ich glaube, das Equipment-Bild ist ein bisschen selbsterklärend, nachdem es ein Disziplin-Bild ist. Und der dritte Punkt, diese einzelnen neuen Bilder, die ich erwähnt habe, diese bestärken es nur ein kleines bisschen, weil es auch ein bisschen meine zweite Theorie bestärkt. Und zwar erstmal die einzelnen Bilder sind in meinen Augen Archetype-Bilder. Das heißt, jetzt hier Klarstellung, jeder hat eine kleine andere Auffassung davon, aber in meinen Augen ist es in der Reihenfolge von links nach rechts erstmal Ranger, Confessor, Legionär, Templar, Knight, Druide, Champion, Forgemaster, Duelist, Meuchler und Myrmidon. Was jetzt hier auffallen sollte, ist, dass es zwei Archetypes zu wenig sind, um alle zu sein. Alle würde nämlich heißen, dass wir hier 13 Symbole haben, aber wir haben hier nur 11. Dementsprechend würde ich sagen, dass es hier nicht alle Archetypes sein sollen, sondern nur die, die wir derzeit haben werden, beziehungsweise dann, wenn das System rauskommt, das sollen dann die Archetypes sein, die da sind oder an denen sie gerade eben arbeiten. Dementsprechend können wir sagen, dass alle hier ziemlich akzeptabel sind, bis auf der Forgemaster und der Meuchler. Denn diese beiden Archetypes sind derzeit noch nicht implementiert. Das heißt, das System wird nicht einfach so morgen um die Ecke stehen, sondern erst in ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monaten vielleicht. Aber vor allem, warum denke ich mir das? Das können jetzt zwei Theorien haben. Und zwar entweder der Meuchler wird zu dem Zeitpunkt bereits draußen sein oder kurz vor der Tür stehen. Dementsprechend könnte man sagen, dass der Forgemaster hier drauf ist, weil der dann mehr oder weniger schon insgeheim bereits der nächste Archetype ist, an dem sie arbeiten. Dementsprechend würde das heißen, dass wir Meuchler rausbekommen, gleichzeitig mit dem neuen System, und obendrauf darfst du dann bereits wissen, dass der Forgemaster der nächste sein wird. Oder natürlich, es könnte auch heißen, dass sie einfach jetzt schon mal die draufgeklatscht haben und der Meuchler und der Forgemaster dann irgendwann später nachgeliefert werden, beziehungsweise das System erst dann herauskommen, wenn beide im Spiel sind. Und jetzt der Forgemaster bringt mich gleich zu meiner nächsten Theorie. Und zwar, dass das zweite System, das herauskommt, entweder mit oder nach dem ersten System, das Kampagnensystem sein wird, aus mehreren Gründen, und zwar erstmal wegen Belagerungswaffen. Und zwar, das wird vor allem auch noch dadurch bestätigt, dass wir am zweiten Tag ein Fort mit Order-Flaggen gesehen haben. Nicht nur mit diesen neuen Shader-Effekten, sondern eben auch Order-Flaggen. Warum kein Balance, warum kein Chaos? Gut, man könnte jetzt sagen, das sind die Standard-Flaggen vielleicht. Ich meine jetzt einfach, das war intentional. Ich sage jetzt mal einfach, das war von denen geplant.
Dementsprechend könnten wir davon ausgehen, dass dieses Fort in einer Kampagnenwelt steht. Und wir wissen bereits, dass sie derzeit an dem Belagerungssystem arbeiten, um genauer zu sein, an dem System, das dir erlaubt, Festungen wieder aufzubauen in größeren Kampagnen. Dementsprechend könnten wir davon ausgehen, dass dieses Fort ein aufbaubares Fort ist und dass wir dieses Fort dann auch später verteidigen sollen und diese Orderflagge einen Sinn hat. Und das bringt mich wieder zurück zum Forge Master, denn der Forge Master hat an sich selber keinen großen Sinn auf dieser Symbolliste. Es sei denn, er wird nach dem Meuchler rauskommen. Und das hat noch einen zweiten Grund jetzt hier. Und zwar das einzige Kind der Gameplay, also unter Anführungsstrichen Gameplay, das wir vom Forge Master haben, ist eine Szene aus ihrem ersten Vorstellungsvideo, wo sie einen Forge Master gegen eine Wand rennen lassen und er dann seinen Hammer schmeißt und damit ein Loch in die Verteidigung reißt. Dementsprechend ist es nur logisch, dass mit dem eigentlichen Belagerungs- und Angriffssystemen auch gleich der Forge Master nachgeliefert wird, nachdem er am meisten mit Belagerung zu tun haben soll. Aber hier muss man nochmal anmerken, dass das allein meine Theorie ist. Ich habe keine wirklich handfesten Beweise dafür, es ist einfach nur das, was ich aus diesen 5 Tagen von Artikeln herauslese, was ich darin rein interpretiere. Darum würde es mich auch interessieren, was ihr euch dabei denkt. Was ist eure Meinung, was denkt ihr, ist das System, beziehungsweise was sind die Systeme, die eurer Meinung nach durch diese 5 Tagen angepriesen werden sollen, beziehungsweise das, was jetzt wir am 18. Mai herausbekommen sollen. Außerdem noch eine kleine Information, es soll am 18. Mai dann einen Livestream geben von 11 Uhr Central Time an, wo sie dann eben sich langsam darauf aufbauen, bis dann eben am Nachmittag diese große Release-Information kommt von diesem System. Ich persönlich bin sehr überrascht davon, jetzt zu erfahren, dass es noch einen Livestream geben soll, was mich persönlich echt weggeschmissen hat, weil Livestream, warum? Wir haben doch schon so viel gesehen. Darum, ich persönlich werde ihn mir anschauen. Darum, ich hoffe auch, dass ich euch dort sehe. Link zu ihrem Twitch-Channel ist auch unten in der Videobeschreibung. Und das war's dann wieder mal von mir, Dracus Gamezone. Ich hoffe, das Video war informativ und hat euch gefallen. Wenn es so ist, Kommentare ist mir sehr hilfreich, ist immer interessant für mich. Gerade nachdem wir jetzt ein Thema haben, über das wir diskutieren können, schreibt mir einfach mal eure Meinung zu dem Thema unten in die Kommentare. Aber das war es dann auch schon wieder von mir, von dieser Woche. Ich hoffe, wir sehen uns wieder unter der Woche zu meinem Crowfall Gameplay, wenn ich es wirklich mal schaffe, das rauszubekommen endlich. Und natürlich dann wieder am nächsten Wochenende zu einer weiteren Ausgabe vom Crowfall News Update. Bis dahin auf jeden Fall noch eine schöne Woche und ich hoffe, ich sehe euch dann wieder.